einfach wow. Das kann ich an einen gar nicht festmachen. Also das ist das Gesamtpaket. Ein Stück weit befreiend. Ja, ich sag mal, sehr auf Abenteuer getrimmt und sehr viel Neues gegeben. Aber ich glaube, das Prägendste war der gestrige Tag. Der war halt sehr emotional und hat halt einfach noch mal ein paar, ja, ich sag mal, Gesichtspunkte geöffnet, die man vorher vielleicht so nicht gesehen hat. Ich finde, wir haben eine ganz, ganz tolle Gruppe, wo jeder die Möglichkeit hat, sich zu öffnen. Das habe ich in anderen Gruppen anders erlebt. Sich mit den passenden Leuten einfach auszutauschen. Und Sven sowieso, wegen ihm sind wir ja hier. Das Besondere war für mich, wo wir in der Wüste waren. Ja. Am Abend des Dinners bei gemütlicher Runde war für mich so ein Highlight, weil ich sowas vorher noch nie erlebt habe. Es ist einfach top organisiert hier auch alles von euch. Also man muss sich um nichts kümmern, es wird einfach der rote Teppich ausgelegt und man kann einfach nur davon lernen. Unglaublich, ich bin so oft über meinen Schatten gesprungen, wo ich tatsächlich gar nicht gedacht habe, dass ich das überhaupt schaffen könnte, es dann aber doch gemacht habe. Ich glaube, man kann das auf ein Erlebnis nicht zusammenführen. Ich glaube, also es ist so eine Vielfalt an verschiedenen Emotionen, die man hatte. Das heißt, wir waren sehr wirklich emotional gestern mit Robert. Heute war es wirklich das Thema Steuern, was eigentlich relativ trocken ist als Thema, aber definitiv sicherlich ein sehr wichtiges Thema für uns. Und am Ende entsprechend die Erfahrung jetzt vom Karl, die ist ja unglaublich. In einer so schönen Atmosphäre zum Lernen hier sind und um uns auszutauschen. Einfach mal, ja. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, das auch zu machen. Es ist eine Investition in sich selbst und es ist auf jeden Fall eine Investition, die sich zu 100% lohnt. Mach da mit, fahr da mit. Also absolut Daumen hoch kann ich für jeden nur empfehlen. Ich war sehr skeptisch und die, wie das so im Leben ist, die größten Skeptiker sind nachher die besten Fans und ich kann nur sagen, also ich bereue keine Sekunde, keine Minute. Ich hatte ein tierisch schlechtes Gewissen, die Zeit zu investieren, das Geld zu investieren, aber jede Minute, jeder Euro hat sich gelohnt. Also ich kann nur sagen, wer es nicht macht, der ist selber schuld.